Guten Morgen. Also, für uns geht's ab nach Sardinien auf unserem Familienurlaub. Alles gepackt. Chaos-Truppe ist wieder unterwegs und wir nehmen euch mit nach Sardinien. So, sind wir angekommen beim Flughafen in Bozen. Wir haben, die Jungs sind schon voraus, einen kleinen, aber feinen Flughafen in Bozen. Und wir fliegen mit der Sky Alps hier von Bozen nach Cagliari. Das war meine Kurve. Tickets geholt. Das Angenehme hier vom Flughafen Bozen her ist so klein. Wir sind um 7 Uhr in den Flughafen rein, haben innerhalb 2 Minuten ein Check-in gemacht und um 8 Uhr beginnt unser Flug. Das heißt, eine Stunde vorher und eine halbe Stunde vorher beginnt das Boarding und der Check-in-Schluss. Also hier kann man alles ein bisschen mit Ruhe machen. Hier in Bozen geht man zu Fuß aufs Rollfeld. Echt ein Mini-Flughafen, aber wir sind froh, dass wir ihn haben und dass wir nutzen ihn ab und zu. Das ist unsere Maschine, die uns nach Sardinien bringt. Nach Cagliari, um genau zu sein. Klein, aber fein. Hallo, ciao. Sardinien, passt, drei Wetter darf. Frisur hält, oder? Frisur hält. Wow. Let's go! Wo ist das? Cool. Urlaub kann beginnen, die Knusser, so beginnen wir immer. Urlaub, es ist zwar nur 32 Grad warm, aber es ist mega warm.
guten Morgen. Also, Tag 2 unseres Sardinienurlaubs. Wetter, ein absoluter Traum. Anita ist schon für uns Frühstück holen gegangen. Wir haben hier jetzt frühstücken. Und also Anita ist einkaufen gegangen. Ich denke, wir werden satt werden. Die Jungs sind auch schon wach. Und heute was Gesundes soll es schon angehen. Ja, ja, eben. Und natürlich gibt es bei uns immer Joghurt und sehr gesunden Kaffee auch. Nutella gehört auch dazu. Ich weiß nicht, was drin ist. Wahnsinn. Also, wir werden sicher mit ein bisschen ein Bäuchchen zurückkommen. Ich freue mich schon drauf. Das ist Urlaub. Hast du mal das Boot, Jungs? Richard, Yacht. Genau, eine kleine Yacht. Aber unten ist auch recht cool. Das ist eine mehrere. Ah, das war der Mini-Ding, wo wir gesagt haben. So Leute, wir sind am Strand angekommen endlich. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Villa Simes. In der Nähe von Villa Simes. No, thank you. Ja, hier gibt es sehr viele, ich sehe gleich viele Strandhändler. Ganz wichtiger Tipp, wenn ihr an einem Sonntag oder auch sonst unter der Woche in der Hauptreisesaison hier seid, startet von zu Hause um 8 Uhr. Heute haben wir die Kinder ausschlafen lassen, haben gemütlich gefrühstückt und sind gegen 10.30 Uhr unterwegs gewesen. Und an mehreren Buchten waren einfach schon alle Parkplätze weg. Und wir wollten Porto San Roque anschauen. Das wäre eine schöne Bucht auch, aber ja. Beginnt die Reise früh genug, denn die Parkplätze sind überfüllt ohne Ende. So, wer sucht, der findet. Wir sind noch ein bisschen weiter gegangen, haben eine nette kleine Bucht gefunden. Wichtig hier ist immer, wenn man einen Sonnenschirm hat, fixieren richtig. Und das Wetter ist der Hammer. Mitten in der Pampa, im Grünen. Wir genießen es. Also, um ein Bier zu öffnen, gibt es viele Möglichkeiten, aber mit dem GoPro-Spülmer habe ich noch nicht versucht, aber schauen wir mal. Ah, es funkt. Läuft. GoPro approved. Ich denke, das ist das Sardinienfilien-Bierchen in der Hand. Kids beim Klippenspringen oder beim Felsenspringen. Ein, zwei Yachten und wir können chillen ein bisschen. Das ist Urlaub. So Leute, dann testen wir mal die Wasserqualität oder wie die Sicht unter Wasser ist mit der GoPro. GoPro Hero 12 natürlich wird immer benutzt, aber Fazit, leider habe ich keinen Windbeutel hier, um das Mikro zu schützen. Ich hoffe, man hört es trotzdem. Ich versuche es zu bedecken mit meinen Fingern, seht ihr. Also, das Wasser ist wunderschön, mega Qualität, traumhaft schön, aber man kann es natürlich nicht mit den Malediven vergleichen. Diese, oder Karibik oder Ägypten. Hier fehlen einfach die Korallen und die Fischvielfalt. Die Fische sind halt grau oder halt, wie sie halt natürliche Farbe haben. Und, aber sonst so
bisschen zu entspannen passt das, aber reiner Schnorchelurlaub ist das hier natürlich kein geeigneter Platz. Schöner Strandtag ist vorbei. Wir sind, ja, ich sehe gerade, ich bin krebsrot und für uns geht es jetzt zurück nach Torre delle Stelle. Mein Gott, die YouTube-Demenz schlägt zu und es war wunderschön, mehr ein Traum und Sundowner-Feeling jetzt noch.